Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da viele sich sehr gewünscht haben von euch, dass ich mal eine Schuhsammlung drehe, dachte ich mir, dass ich euch ein paar Schuhe von mir zeigen werde. Natürlich nicht alle, denn ich habe eh nicht so viele und die anderen, also ich trage eigentlich nur so 5 Paare, die ich wirklich schön finde und der Rest, weiß ich nicht, ist entweder kaputt oder wird halt voll alt und dann schmuddelig und dann hat man die voll oft in die Wäsche getan und sind jetzt dadurch irgendwie voll abgenutzt und ja, auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Da ich eh nicht so viele Schuhe habe, dachte ich mir, dass ich euch meine 5 Lieblingsschuhe zeige und ja, da ist aber eigentlich für jeden, glaube ich, was dabei. Also sind hohe Schuhe und Sneakers und ach, lasst euch einfach überraschen. Kommen wir zum ersten Paar und zwar sind das die hier. Ich kann leider den Namen absolut gar nicht aussprechen, deswegen unterlasse ich das jetzt hier, bevor irgendwelche wieder meinen, du hast das falsch ausgesprochen, das heißt gar nicht so, bla bla. Ja, ist mir auch egal, ich muss ja nicht den Namen kennen, sondern Hauptsache die gefallen mir und ich muss die ertragen. Deswegen ist mir der Name eigentlich relativ egal. Ich habe sie auch relativ neu, also ich habe mir die, glaube ich, vor einem Monat geholt. Ich fand die irgendwie schön. Also ich habe ja schon solche, aber in so grau-silber sind die. Aber irgendwie, weiß ich nicht, sind die anders. Ich weiß nicht, irgendwas ist da anders. Weil ich finde, meine grauen sehen so komisch, so entenhaft aus. Deswegen trage ich die auch nicht so gerne. Und bei denen ist das irgendwie jetzt nicht so. Ich weiß nicht. Aber bei denen finde ich das eh ein bisschen komisch, weil man da ja eine Nummer größer nehmen muss. Weil die ja so hier irgendwie 1 cm, 2 cm... abstehen und da kommt man ja leider nicht mehr mit der Hacke dran. Deswegen eine Nummer größer genommen. Ich habe normalerweise 38. Bei hohen Schuhen habe ich 37 und der ist jetzt dann 39, aber der passt ganz gut. Ich habe mich auch versucht, in den 38er reinzuquetschen, aber es hat absolut gar nicht funktioniert. Ja, das ist so ein Rosé. Ja, ich finde die ganz schön. So Altrosé, ja. In der Kamera sieht es auch ein bisschen heller aus. Ich bin auch irgendwie voll überbelichtet. Ich weiß nicht, wie man das hier einstellen kann. Ja, this like it. Und nun zum zweiten Paar. Und zwar sind das die hier. Wenn das jetzt nicht so überbelichtet sein würde, dann... Ah, jetzt sieht man das ein bisschen besser. Ich weiß nicht, wie hießen die nochmal? Ich glaube, steht das nicht hier? Ich habe das wieder voll vergessen. Weil ich wollte mir die unbedingt kaufen und ich habe mir den Namen so krass gemerkt und jetzt habe ich die schon länger und jetzt, ja, fällt mir der Name nicht mehr an. Ich glaube ID oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die dann hier so eine durchsichtige Sohle. Achtet nicht auf meine Nägel, ich weiß, die sind mir abgebrochen. Und ich fand das mega schön, weil die einfach voll weiß sind und hier dann durchsichtig an der Sohle und ich weiß nicht, irgendwie fand ich die total toll. Sind die auch schon ein bisschen wieder abgenutzt. Ich meine, weiß verfärbt sich eh ganz schnell. Die müssen mal wieder geputzt werden, damit die wieder fresh aussehen. Ich habe schon gesagt, wenn die richtig abgenutzt sind und ich die nicht mehr weiß, schön sauber kriege, dann will ich mir die auf jeden Fall nochmal holen, weil wirklich, die sind super schön. Das waren jetzt meine Sneakers. Jetzt kommen wir mal zu etwas, ja, Winterschuhe und Stiefelettenmäßig, Stiefel, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und zwar meine Lieblinge, und zwar sind das die Uggboots. Yay, das sind meine ersten. Und ich habe schon mir geschworen, dass ich diesen Winter auf jeden Fall mir Uggboots holen werde. Und ja, ich habe mir jetzt welche geholt. Eigentlich wollte ich immer die beigen haben, also die braunen. Aber ich weiß nicht. Ich habe schon Timberlands und die sind halt auch in diesen braunmäßigen, ihr wisst, was ich meine. Und ich dachte mir so, ja, ich weiß nicht so, ich trage ja so oft weiß, schwarz und vielleicht, wenn ich mal was Buntes trage, passen die mega gut. Und da braucht man einfach nur reinschlüpfen und schwarz finde ich eigentlich auch ganz schön. Deswegen habe ich mir die jetzt einfach in schwarz geholt. Das Süße an den Schuhen ist ja, dass die, also ich finde, die sehen auch nicht dick am Fuß aus. Also ich hatte, wo ich, wo ich 13, 14 war, waren die auch extrem in die Schuhe, also die Uggboots. Und jeder hatte die immer von Ugg und ich habe mir immer die gefakten geholt, weil, keine Ahnung, ich hatte auch nicht wirklich das Geld dafür, jetzt mal eben 200 Euro für so einen Schuh auszugeben. Weil ich noch von meinen Eltern gelebt habe, von dem Geld her. Und ja, deswegen habe ich immer dann die gefälschten angehabt. Die waren auch nicht
schlecht, aber ich muss schon sagen, von der Qualität her merkt man schon auf jeden Fall einen Unterschied. Klar, es gibt bestimmt gute nachgemachte, aber bis jetzt, die ich hatte, waren auch relativ billig so. Aber dafür, dass sie halt so billig waren, waren die eigentlich auch gut und haben auch echt lange gehalten. Aber halt die Sohle war dann dicker oder so aus, ich weiß nicht, war nicht so fest auf jeden Fall. Und dann waren die, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, dass sie dann immer hier so offen waren. Man braucht einfach nur reinschlüpfen und ich habe den ganzen Tag warme Füße. Wie einige wissen, stehe ich voll auf hohe Schuhe und ja, ich habe natürlich, also das darf bei mir nicht fehlen, Overknees. Einige wissen auch schon, dass ich eigentlich Overknees habe, die sind aber flach. Die hatte ich von Deichmann, das war letztes Jahr. Und jetzt für diesen Winter habe ich mir dann mal hohe geholt, weil ich hohe Schuhe sehr gerne mag und es sieht immer super sexy aus und ich liebe das. Und die sind dafür auch mega bequem, also wer vielleicht mal damit anfangen will mit hohe Schuhe, aber das noch nicht kann. Oder halt generell nicht in hohe Schuhe laufen kann, ich kann euch die auf jeden Fall empfehlen, weil ihr habt da halt voll den Halt drin und dafür, dass die halt einen dicken Absatz haben, finde ich, dass das, ja, man bleibt da nirgendwo irgendwo hängen oder so, als wenn man jetzt so einen dünnen Absatz hat. Also ja, hält auf jeden Fall sehr gut beim Laufen und I like it. Die sind übrigens auch von Deichmann. Kommen wir schon zum letzten Paar und zwar sind das mal wieder hohe Schuhe. Und zwar sind das die hier, meine Stiefeletten. Also die habe ich auch von Deichmann. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich fand sie sehr schick. Ich dachte mir, also jetzt so von der Sohle her sind die dem den Overknees sehr ähnlich. Finde ich auf jeden Fall mega schön, schmeichelt den Fuß und sieht super schick aus, kann man immer tragen, ist auch super bequem. Also ich laufe damit den ganzen Tag rum und kriege keine Fußschmerzen. Also ich habe damit gar keine Probleme. So, die sind echt bequem. Ich trage die auch sehr, sehr gerne. So, ihr Lieben, das waren nun meine Schüchen, meine geliebten Schüchen. Ich verlinke euch die alle hier in der Infobox. Also ich versuche sie zu verlinken, wenn ich sie finde, weil ich weiß nicht, ob ich die finde, die ich jetzt von Deichmann habe, ob es die da noch gibt. Ansonsten kann man, ich weiß nicht, guck mal, vielleicht finde ich mal so ähnliche, die dem halt ähneln. Gut, Leute, ich beende das Video und ich habe euch ganz doll lieb und bis dann. Ja. Tschüss.